Ich bin Kilian Ort. Ich habe Interesse daran gefunden am Thema Caravaning und möchte mich heute mal vom Händler beraten lassen, weil ich noch nicht ganz weiß, welches Fahrzeug für mich das Richtige ist. Guten Morgen. Axel Gotthoff, hi. Hallo, ich bin der Kilian. Du uns einfach hier vorne mal hin, da können wir ja mal gucken. Schon eine Idee, was du dir, was für dich in Frage kommt? Ja, ich habe so an Wochenendtrips gedacht. Ich habe einen relativ vollen Terminkalender. Von der Größe her, Länge, Kompaktheit, spielt das eine Rolle für dich? Ja, ich denke, es braucht jetzt keinen richtigen Brummer, sondern ich denke, eine kleinere Lösung. Du, dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, ich habe verschiedene Modelle da. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. So, Kilian, jetzt haben wir den klassischen Wohnwagen einfach mal hier. Grundrissbetten, Badbereich, den Küchenblock hier vorne und dann hier den Sitzbereich, jetzt mal mit Doppelsitzmöglichkeit. Ist wirklich sehr geräumig. Wie sieht das dann mit dem Rangieren aus? Ist schon was anderes, weil du halt den Fahrbad, das Auto ja davor hast. Das heißt, du hast es wirklich als Anhängsel am Fahrzeug dran. Hab dann den Vorteil am Platz, dass ich sagen kann, ich habe das Auto zu Mobilitätszwecken und habe den Wohnwagen fest stehen. Auf jeden Fall interessante Option. Schauen wir uns die anderen Modelle auch noch an, würde ich sagen. So, Kilian, hier haben wir jetzt mal so ein Reisemobil. Okay. Das ist jetzt so ein teilintegrierter. Wie sieht das da mit dem Rangieren und mit dem Einparken aus? Ja, gibt es also entsprechend Einparkhilfen, das heißt Rückfahrkamera, Sensoren, die das Ganze dann deutlich vereinfachen. Und wenn man das jetzt im Winter nutzen will, wie sieht das mit der Heizung aus? Klar, gibt es auch die Möglichkeit, dass man dann sagt Fußbodenheizung. Und das Gleiche gilt dann auch klar für die Heizung bzw. auch für die Wasserversorgung. Das heißt, ich kann dann von der Piste schon hier heizen lassen quasi? Genau, gibt es auch Optionen vom Sessellift aus schon mal sagen, so eine halbe Stunde bin ich da und dann wird schon mal mollig warm hier drin, genau. Das ist cool. Das ist aber kompakt. Ja, das ist die Besonderheit bei dem Fahrzeug. Ich zeige dir jetzt aber mal, wie man das Ganze dann entsprechend hinbaut. Und dann habe ich im Endeffekt hier den Griff. Aha. Und dann hast du hier auch entsprechend eine richtige Duscheinheit. Ja, Kian, dann gucken wir einfach nochmal nach den anderen Fahrzeugen. Also hier haben wir jetzt mal so einen Kastenwagen in Verbindung mit dem Aufstelldach, dass du da nochmal zwei zusätzliche Schlafmöglichkeiten hast. Da oben schlafe ich dann. Da könntest du dann schlafen oder halt die anderen, das ist jetzt die Frage. Okay, ja, das mache ich dann, glaube ich. Ja, ähnlich wie wir es jetzt im Teilintegrierten auch hatten, nur halt entsprechend schmaler. Also hier ist man dann noch flexibler bei der Personenanzahl, die man mitnimmt. Kann ich da mal hoch? Ich wollte gerade sagen, geh mal gucken. Alles klar. Ja, die andere warst du immer dabei und dann hast du wirklich oben dann den Platz, wirklich, wo du zu zweit nebeneinander liegen kannst. Ja. Und du hast halt das große, die Panoramaöffnung nach vorne, also du kannst auch echt dann richtig schön was sehen. Natur pur, auch ein richtig schönes Plätzchen. So, Kilian, schau dir ruhig jetzt hier auch mal alles an. Ja. Das heißt, hier haben wir jetzt einfach mal den etwas längere Variante mit 6 Metern. Hier ist mehr Platz, ja. Ansonsten über den Betten hinten hast du ganz klassisch immer die Verstaumöglichkeiten. Hier kannst du auch mal gucken, da ist im Endeffekt jetzt nur eine Abdeckung drauf, das Waschbecken und dann die 2 Flammen-Gaskocher. Ich bin jetzt persönlich noch jemand, der gern Rad fährt. Das wird hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig, auch wenn viel Platz da ist. Ja. Genau. Das heißt, beim Kastenwagen haben wir im Endeffekt die Möglichkeit, entweder arbeiten mit einer Hängerkupplung, dass du dann sagst, ich habe den Fahrradträger auf der Hängerkupplung, oder es gibt auch einen speziellen Fahrradträger, der dann hier an der Hecktür entsprechend montiert wird. Das können wir uns gerne mal draußen angucken. Da haben wir ein Fahrzeug da, da kann ich jetzt mal zeigen. Guck mal, hier vorne links steht mal so ein Mainzberg und da haben wir jetzt mal den eben angesprochenen Fahrradheckträger montiert. Ja, ansonsten alternativ gibt es ja noch die Variante mit dem längeren Radstand des Fahrzeugs. Ah, okay, ja. Da habe ich nebendran mal ein MAN-Fahrzeug. Okay. Hier habe ich jetzt die Variante mit dem Hubbett und vor allem dem langen Radstand. Das heißt, hier siehst du jetzt schon mal deutlich längeren Stauraum, wo du die Möglichkeiten hast, Sportgeräte zu verstauen und kann trotzdem noch drauf schlafen. Das ist halt die Besonderheit jetzt mit dem Hubbett. Ja? Das ist sehr praktisch. Ja. Ja, Kiel, das war jetzt so das, was ich eigentlich so dir zeigen kann an den verschiedenen Modellen. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach noch mal kurz rein. Ja, Axel, vielen Dank für den Rundgang. Ja. Hast mir wirklich alles gezeigt. Sehr viele verschiedene Modelle. Ich fühle mich top informiert. Meine erste Tendenz geht in Richtung Kastenwagen. Okay. Ich denke aber, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und bei Rückfragen kann ich auf dich zurückkommen. Ne? Herzlich einfach. Gerne. Super. Super. Ja, gute Zeit. Gute Zeit. Danke. Bleib gesund, gell? Und ich bringe dich noch zur Tür. Danke.